Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Und wir sind hier am Punktloch. So heißt das Teil hier. Und das können wir untersuchen und da hat es so eine Einkerbung in der Tür. Diese hier. Und da ich das Spiel gut kenne, weiß ich, dass das Zerschneider heißt. Und hier muss man Zerschneider einsetzen, damit sich die Tür öffnet. Als ich das erste Mal durchgespielt hatte, wusste ich lange Zeit gar nicht, wie es hier weitergeht. Aber jetzt, ja, habe ich sie schon öfters gespielt und weiß das deswegen. Und ja, das hier ist das Punktloch und hier hat es immer Löcher, in die man runterfallen muss. Und eine Tafel, wo steht, wo man runterfällt. Ja, man hat immer vier Entscheidungen. Ich kann euch ja mal zeigen, was... Also ich kenne den Weg noch, zum Glück. Weil sonst wäre das jetzt ziemlich nervig. Ich kann euch ja mal zeigen, was passiert, wenn man ins Falsche geht. Dann fliegt man einfach wieder zum Anfang zurück. So, mal schauen, ob ich mich richtig dran erinnere. Ich glaube, am Anfang war es oben. Dann war es rechts und dann links und dann unten, oder? Okay, falsch erinnert. Perfekt. Dann war es, ja, dann war es oben. Links, dann rechts und dann unten. Ja, in alle Richtungen einmal. Und hier ist ein anderer Stein, nämlich der Saphir. Lol, was ist denn das? Was? Ey, Alter, gib den her. Was? Das ist einer, der will... Ja, der ist ja toll drauf. Der will das einem, also an einen Rocket verkaufen. Und ich kann mir schon denken, auf welcher Insel der das machen will. So, somit sind wir mit dieser Insel hier fertig. Das war, ja, welches war das? War das Island 6? Ja, genau. Und wir gehen auf, ja, wir gehen hierher und dann auf Island 5, denn ich will jetzt den Saphir haben. Und ich wette, ich könnte einfach wetten, dass der auf das Rocket Logger auf Island 5 geht. Außer es gibt auf Island 7 noch eins. Das kann natürlich auch sein, aber gehe ich einfach mal nicht von aus. Und außerdem haben wir vielleicht... Haben wir eigentlich schon das zweite Passwort jetzt für das Rocklager? Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht mal aus Versehen mitbekommen und ich habe es vergessen. Das kann schon sein. Ich prüfe es einfach mal nach. Prüfen, also dann probieren geht über studieren, wie man so schön sagt. Genau, so hat man es gesagt, ja. Hier geht's lang. Genau. Ah, jetzt geht gerade der Schutz aus. Ja, da setze ich gleich den nächsten auf. Wo ist er denn? Hier. Topschutz. Und ab durchs Gebüsch. Den haben wir schon, die haben wir auch schon. Und den da oben haben wir auch schon. Und jetzt mal gucken, ob wir da jetzt schon rein können. Ja! Nein, können wir nicht. Achso, doch, können wir. Ups, die war schon offen. Ups, 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 ups. Ja, und hier hat es ein Rocket-Lager, wo wir hier nicht durchkommen. Wo wir aber wahrscheinlich hin müssen, wenn das schon so Hochsicherheitstrakt ist. Und hier hat es wieder ein typisches Rocket-Lager-Rätsel. Wo es auch einige Items gibt, wie man sieht, die ich gerne haben würde. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie wir hier abgehen. Auf jeden Fall können wir schon mal hierher und ein Upgrade finden und die hier besiegen. Aber ich habe die Pokémon gar nicht geheilt, oder? Ich glaube nicht. Ach, egal, das schaffen wir. Das schaffen die. Oh. Ja, naja, ist okay. Erdbeben sollte aber trotzdem reichen, hoffe ich zumindest. Ja. Denn das ist, glaube ich, ein Feuer-Pokémon. Noch ein... Ja, sollte dann eben auch auf Down gehen, außer es hat ganz andere Werte, was ich, wovon ich jetzt aber einfach mal nicht ausgehe. Und es war auch noch ein Volltreffer, also sind wir hier auf der sicheren Seite mit Erdbeben. Und wir hatten jetzt das niedrigste Level, das will ich mal ganz kurz schauen. Ja, ziemlich gleich. Ich tue mal Busch nach vorne. Ups. Na, wobei, oder... Ja, nee, komm, ich lass noch Rocco vorne. Ist ja auch egal. So, wo gehen wir denn runter? Ich gehe mal hier runter. Wo kommen wir dann hin? Ah, okay. Ja. Nee, doch nicht. Okay. Doch, hier hat's ein Item, das ist schön. Perle, okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Das bringt mir reichlich wenig. Dann gehen wir jetzt mal hier längs. Ja, dann können wir uns das Item hier noch holen.
Juhu. Und dann gehen wir mal hier links. Hier hin. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Und gehen wir hier mal runter einfach. Hat das jetzt was gebracht? Sieht nicht so aus. Nein. Okay, dann müssen wir, also dann müssen wir von hier oben irgendwie da reinkommen. Hä, aber wie ging das? Wie soll denn das gehen? Moment. So, der Weg geht nicht. Der Weg hier, da bleiben wir hier stehen. Ah, hier können wir nach oben laufen, ganz einfach. Okay. Und hier ist noch ein Rocketrüpel, der besiegt werden will. Oder auch nicht, aber wir besiegen ihn. Haha. Und ein Macholo. Na okay, das könnte uns gefährlich werden, wenn es eine Kampfattacke einsetzt. Aber naja. Es reicht ja. Noch. Ja, okay, da nochmal. Okay, okay, wegen mir, wenn du meinst. Wenn du kein Macholo, kein Maschemai haben willst oder kein Maschok, dann. Ja, dann bleib bei deinem Macholo, ist mir recht. Oh, jetzt kommt Maschok. So, da könnte es richtig eng werden. Ich hoffe jetzt einfach mal, das reicht. Könnte es, muss aber nicht sein. Aber es reicht, weil es ein Volltreffer war, noch dazu. Und wir bekommen noch ein paar EP und haben den besiegt. Jau. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn längs? Ja, scheiße. Die Möglichkeit hier ist Fail. Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach mal die hier. Ich bin mir jetzt... So kommen wir nochmal hierher. Dann versuche ich jetzt mal den hier. Ah, da kommen wir auch so wieder hierher. Ups, auf eine falsche Taste gekommen, sorry. Wie kommen wir denn da hin? Ja, hier bringt es uns ja nicht so viel. Wie zur Hölle kommt man da hin? Ah, okay, der Weg war der Fail-Weg. Moment mal, ich habe da unten gerade was gesehen, glaube ich. Welchen Weg bin ich gerade gegangen? Ich weiß es nicht mehr, scheiße. Okay, den hier nicht. Ja, jetzt sind wir hier, aber das bringt uns nicht wirklich was. Wie kommen wir... Nein, 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 nein. Okay, ich habe eine Idee, was gehen könnte. Ja, doch, das könnte klappen. Ach, das ist gar nicht so leicht, das Rätsel. Hier waren wir. So. Dann... Nein, jetzt bin ich schon wieder falsch gegangen. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Wie komme ich denn da hin? Ja, okay. Okay. Vielleicht so. Jop. Dann gehe ich jetzt mal... Nein, es war schon wieder falsch. Alter, jetzt hänge ich hier bei einem Rocket-Rätsel, oder wie? Lol. Hä, das ist... Hä? Ich check es nicht. Ich check es nicht. Ja, wenn ich da durchgehe, bin ich schon wieder an der gleichen Stelle. Ja, eben. Und wenn ich... Ja, toll, hier komme ich nicht mehr weg, nämlich. Also, ich gehe hierher. Das bringt mir aber rechtlich wenig. So, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Da bin ich gerade lang, das geht nicht. So, ist. Wenn wir da hingehen, dann kommen wir hier raus. Das bringt uns gar nichts. Einfach alle. Ich mache jetzt einfach jede Methode einmal durch. So, wenn wir da hingehen. Ach so, okay, dann bin ich gerade schon gegangen. Schlau. Boah, jetzt hänge ich hier wirklich an diesem Rätsel den ganzen Part fest, oder wie? Den da muss ich gehen. So, wo landen wir hier? Da landen wir hier. Okay.
Gibt's nicht von hier irgendwo einen Weg? Bitte. Nein. Das kann doch nicht so schwer sein. Den hier vielleicht. Oh ja, ja, ja. Moment. Jetzt nicht mehr daneben laufen. Nicht mehr daneben laufen. Jawohl. Boah, das. Leute, hier lag nur ein Item oder wie? Oh, das ist aber ein geiles. Das ist eine geile Attacke. Das ist eine geile Attacke. Das ist nämlich Schlammbombe, glaube ich. Oh ja, die ist geil. 90 Stärke, 100 Genauigkeit. Und Gift. Perfekt für Bursch. Dann hat er auch mal eine richtig geile Attacke. So, statt Risiko-Tackle. Kommt raus. Zockt uns zu viel. Und dafür kommt der Schmarrn hier rein. Das ist. Jo, das hat sich gelohnt, das Rätsel zu machen. Also, das ist echt eine gute Sache. Aber Moment. Achso, jetzt kann ich hier weiter. Achso, ja, okay. Ja, okay, Bas Giovanni, von dem labert irgendwas. Aber der ist doch gar nicht mehr hier. Oder irgendwie schon wieder. Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. So, dann haben wir hier Erdbeben und ich hoffe, das reicht. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ah doch, sogar. Fett, fett. Level 56. So, ich lasse den jetzt einfach mal noch für den Trainer hier drin. Ist ja nicht so schlimm. Kommt eh nur noch ein Hypno. Und dann war es das auch für den Trainer hier. Und Rocco bekommt bald die 200 KP-Marke. Das ist schön. So, was haben wir noch? Wen tun wir jetzt nach vorne? Bursch tun wir nach vorne. Genau. Um euch mal Schlammbombe ist es, glaube ich. Oder Schlammwurf? Nee. Schlammbad? Nein, Schlammbad ist es auf keinen Fall. Es ist, oder ist es Dreck? Nee. Nee, mir fällt der Name. Oder Gift? Nee. Mir fällt der Name nicht ein, sorry. Ja, okay, dagegen ist es jetzt natürlich perfekt nicht. Also, schlecht. Ja, da muss ich jetzt doch wieder Rocco einsetzen. Hätte ich nur mal beim letzten Trainer hier schon ausgewechselt. Ja, Erdbeben geht daneben. Genau. Wegen dem so ein scheiß Komprimator, ey. Geh weg damit. Boah. Regt mich auf, regt mich auf, regt mich auf, regt mich auf. Jetzt geh. Alter. Du verarschst mich. Ja, das. Also, das ist die Attacke, die wir auch haben. Ja, geil. Noch vergiftet. Perfekt. Das läuft super hier in dem Kampf. Noch kein einziges Mal getroffen. Und ich wette, wenn ich jetzt Hornbohrer mache, trifft's. Nein, wäre auch zu schön gewesen. Ja, okay. Das, ja. Ich setze jetzt aber immer hier. Ich versuch's jetzt mit Hornbohrer, weil. Die anderen treffen genauso wenig wie Hornbohrer jetzt. Wegen dem ganzen Minimier-Scheiß. Also. Da kann ich auch gleich eins einsetzen, was sowieso nur, keine Ahnung, wie wenig Genauigkeit hat. 30, 40. Ich glaube, ja, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, so recke ich halt ab. Das ist schön. Ja, also auch wenn dem seine Attacken zocken mir eigentlich gar nichts, aber dadurch, dass ich nicht treffe, kann ich ihn nicht töten und durch die. Ja, jetzt das, ja. Dadurch, dass ich, vergiftet bin, zockt das übel. So, trifft sowieso nicht. Wenn ich überhaupt nochmal drankomme, ja doch, komme ich noch. Und es trifft nicht. Ja, das war so klar. Ich hasse Smogmog und Smogon und. Nee, Smogon war es gar nicht. Doch, der hat Rauchwolke, das ist genauso schlimm. Nein, ich hasse Pokémon, die Attacken können wie Doppelteam. Hier, Komprimator, Scheiß. Oh fuck, der kann auch noch Felswurf, ey. Ich bin auch dumm. Jetzt triff! Mann! Was ne Wichse, ey. Geht fort, Alter. Wenn du jetzt nicht. Alter, fick dich. Du bist doch scheiße. Und dem sein Felsgrab trifft die ganze Zeit, ey. Das hat auch nur 80 Genauigkeit oder so. Mimion rein. Los. Mach kurz Prozess mit Psychokinese. Und das trifft jetzt auf Anhieb. Genau. Genau. Und es reicht nicht mal. Willst du mich verarschen? Ja, der trifft natürlich wieder. Ist perfekt. Fick dich, der Trainer ist so scheiße. Ich hasse. Fuck you. Der hat einen Übertrank. Warum?
Alter, fick dich. Geh doch weg, ey. Boah, geh fort. Psychokinese, komm, du hast verdient, bestraft zu werden, Mann. Alter, geh weg. Sie killt mir ja alle? Ey, das gibt's doch echt nicht, ey. Was ne? Okay, ich sag jetzt nichts mehr. Boah, warum gehen Attacken mit 100 Genauigkeit die ganze Zeit daneben? Wir haben dann ein scheiß Teil, was er schon ewig nicht mehr eingesetzt hat, Mann. Und dann kriegt er noch einen Volltreffer, genau. Alter, geh weg. Geh sterben, geh vergiftet. Perfekt. Super. 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 Alter. Meine Tastatur muss gleich dran glauben, ey. Ganz ehrlich. Boah, ich reck jetzt sowieso noch ab wegen dieser scheiß Vergiftung, ey. Der hat noch 5 KP. Ja, jetzt bin ich. Ist der auch noch down. Super. Da stehe ich drauf. Busch. Ja, der kann natürlich sehr effektive Attacken auf den, ist klar. Ah, der hat natürlich noch ein Pokémon, das ist ja super. So, dann wechsle ich einfach mal zu Raichu, mach was du kannst. Du gehst hier voll ab und so. Ah, 3 Pokémon hat die, ey. Aber wenigstens kann der nicht so eine Scheiße. Das ist von Vorteil. So, jetzt, ja, setze ich einen Beleber halt ein, ey. So eine Scheiße. Jetzt muss ich wegen so einem Rocket-Stiepel, der es voll nicht drauf hat, und nur ein gescheites Pokémon hat, hier extra noch sowas verschwenden. Das ist unglaublich. Ja, okay, das ist klar gewesen, aber das ist mir ziemlich egal. Dann Mimion, der kann mit Psychokinese jetzt rocken. Mir ist es scheißegal, ob der das höchste Level hat jetzt. Der soll einfach down gehen. Und der parkt jetzt schon wieder voll ewig, ey. Boah. Alter, ich sollte lieber beenden, bevor ich mich hier so übelst aufreg. Ganz ehrlich. So, geh sterben, Mann. Tschüss, du scheiß Trainerin, ey. Die hat mich so aufgeregt, wie mich Pokémon noch nie aufgeregt hat. Ganz ehrlich. Boah. Und wehe, du machst jetzt hier. Okay, die, gibt uns jetzt einen Weg, mit dem wir zurückgehen können und wieder reingehen können. Dass wir uns kurz heilen können. Das ist natürlich sehr nett, aber ihre Untat wird's nicht ausgleichen. Also, nee. Das ist keine Chance. Keine Chance. Die hat so eine Scheiße gebaut gerade. Das werde ich ihr nicht verzeihen, auch wenn sie sowas macht. Da hätte ich lieber das Rätsel nochmal gemacht, als gegen die zu kämpfen, ey. Boah. So, ich halte Pokémon und, dann machen wir im nächsten Part das Pokémon. Nee, nicht Pokémon Center. Oh, was ich laber wieder, ey. Was ich wieder laber. Da machen wir das Rocket Lager fertig. Aber ich laufe noch kurz hin. Da muss ich es im nächsten Part nicht machen. So, Race, Race, Race. Und wenn jetzt ein wildes Pokémon trotz Schutz kommt, das wäre so gämlich. Da würde ich mich extrem aufregen. Aber es kommt ja eins, yay. So, dann können wir hier jetzt endlich hochlaufen und das machen wir im nächsten Part. Bis dahin, ciao Leute.